Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Tausender Cthulhu, beim Clan True Warriors. Ja, ohne großartig rumzuschweifen, bin ich auch schon im ersten Dorf hier, bei meiner, ich glaube, 8. oder 9. Dorfbesuchsfolge. Also, wirklich schönes Ding hier, schöner RH8. Ich denke mal, er ist schon länger RH8, denn er hat schon einiges an Truppen. Packer ist schon auf 3, super. Habe ich, glaube ich, auch immer so gemacht. Erst den Golem und dann den Packer erstmal auf 3 gezogen. Dann kannst du nämlich schön Go Vibe machen. Und deswegen denke ich mal, ist er auch so gestartet. Ist jetzt noch am Mauern nachmachen hier. Also so super lange ist er, denke ich mal, noch nicht. RH8 hier, der Timo. Und hat aber schon die Luftabwehren hier hoch auf 6. Das ist super. Die Kanonen auch schon fertig. Die Bogenschützentürme fertig. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Außer Mauern und King. King geht auch noch ein bisschen. Und natürlich Forschung ohne Ende. Im Moment clanlos. Der Kollege, also Tour 2, hätte noch einen Platz frei. Okay. Ich schaue mir mal den nächsten an. Ich hoffe, ich habe heute wieder kein abgefarmtes Dorf. Ah, das ist ja ohne Zahn. Kenne ich auch irgendwo her. Ohne Zahn, nämlich von Drachenzähm leicht gemacht. Oh, Drachenzähm leicht gemacht. Ich glaube, er ist hier mit Drachen überflogen worden. Also ein Rathaus 9 hier an der Stelle und ich denke mal auch noch nicht so lange Rathaus 9, denn hier geht noch einiges, hat aber schon 220 Truppen. Jetzt fällt es mir natürlich wieder schwer, so eine Base hier zu bewerten, weil ich nicht weiß, wo was steht hier. Ich weiß nur, dass das Rathaus in der Mitte stand und er hier von den Truppen her natürlich nicht so dolle ist und auch von den Helden nicht, ganz abgesehen von den Sternen. Also das ist wirklich, wirklich wenig, die CK-Sterne hier. Ich meine, das hast du ja fast als Rathaus Level 4 oder 3 zusammen. Und deswegen, ja, also so dolle finde ich es jetzt nicht. Golem nicht gemacht auf 2. Und alles andere hat er zwar, aber trotzdem muss jetzt natürlich mal ein bisschen außer Pötte kommen hier. So. Ich habe die nächste Tech in meiner Zwischenablage. Ich hoffe, ich erwische wieder nur Bases, ist klar, die abgefarmt sind, aber diese hier ist nicht abgefarmt. Rathaus 9 hier vom Leon Wave, vom Clan, wie heißt das? Warz on. Und ist, denke ich mal, schon stark gemaxte Base hier, was die Defensive angeht. Ich denke mal, auch die Tesla sind schon dann auf Level 7 und ich weiß nicht, was du mit dem Elex machst, aber sicherlich Mauern oder noch eine Forschung. Er ist aktuell, oh krass, in Titan 2. Okay, pusht also ein bisschen. Beim Pushen vergisst man natürlich das Heldenlevel, also 11 und 15. Ist ein bisschen mau für so eine starke Base. Aber irgendwie ist er dann ja auch zu Titan 2 gekommen. Wir gucken mal, mit was für einer Armee er hier loszieht. Okay, ein Golem und sicherlich, denke ich mal, ein Golem dann in der Clanbuch oder so. Also irgendwie, so kann ich es mir vorstellen. Und das Dorf ist aber, glaube ich, in Ordnung. Das wird auch sicherlich hier oben nicht halten. Ich wollte es gerade sagen. Weiter unten hält das sicherlich, aber hier oben in Titan hält das keinen Tag lang. So, jetzt habe ich, glaube ich, ein Leerzeichen in der Zwischenablage. Jawohl, das habe ich mir gedacht. Und wir haben hier den Elias. Oh, Elias ist abgefarmt, das weiß ich so. Das weiß ich so, das erkenne ich schon am Namen. Aber er hat hier 200 Truppen und ich denke mal auch ein ganz anständiges RH9 hier. Hat die Luftabwehren schon auf 6, das ist super, weil du ja nach wie vor stark mit Lufttruppen angegriffen wirst und ist jetzt schon am Mauern maxen hier. Sehen wir in jedem Fall. Hat den King schon auf 10, muss noch die Zauber machen, Valkyre und noch ein Hockrider Level. Also alles im Rahmen des Möglichen und mit Level 94 auch richtig schön hoch. Also das schon ein starker Charakter hier, denke ich mal. So, ich glaube, das waren die ersten 5. Den hatte ich mir angeguckt. Also ich habe mir eben schon wieder welche angeguckt und habe mir dahinter geschrieben, abgefarmt. Die gucke ich mir, die lasse ich so lange in der Liste drin. Und wir haben hier aber den Noel. Das ist ein Rathaus 11er hier. Oh, das ist schön. Der war schon mal in der Legendenliga, hat also schon mal einen Ausflug hier gemacht. Aber ich habe mir die Base vorher schon angeguckt. Ich finde, für ein Rathaus 11 ist das ziemlich mau.
Hier ist einiges nicht gemacht worden aus auf Rathaus 10 schon. Ich denke da mal an die Magiertürme. Ich denke vor allen Dingen an die Luftabwehren. Die gehen ja schon auf 10, auf 8 hoch. Und ich weiß nicht, ob die Base dann dementsprechend gut hält. Ich meine, die Liga ist noch nicht so alt. Also 0 mal verteidigt hier. Ist aber von den Helden her und von den Truppen her sicherlich ganz gut. Jawohl, da passt das wieder. Also vielleicht ein bisschen mehr in die Base arbeiten. Aber ich denke mal, er zieht erstmal die Helden hoch und kümmert sich dann verstärkt hoffentlich um seine Base. Okay, dann gehen wir einmal nach Hause und wir füllen heute mal die erste Pause mit diesem leidigen Thema hier. Ihr seht, ich habe eine neue Base und die hält auch manchmal, aber manchmal hält sie auch nicht. Und ihr seht, ich bin wieder bei 2,6 Pokalen. Ich habe auch keinen Bock mehr drauf hier und farme hier im Moment, beziehungsweise versuche hier nach wie vor so ein bisschen in die Pokalränge zu kommen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin der einzig verbliebene RH5 hier in Clash of Clans oder BH5. Und versuche mein Glück immer gegen den Brutzler mit ganz, ganz vielen Minions, die ich hier setze, und vor allen Dingen auch gegen die Post. Die nervt mich nämlich ganz, ganz stark ab an der Stelle. So, und jetzt müssen natürlich meine Drachen hier so ein bisschen tanken und ich lasse die jetzt erstmal laufen und setze jetzt meine Kampfmaschine immer einfach am Ende. Ja, denn so habe ich hier viel, viel mehr Chancen, unter Umständen den zweiten Stern wenigstens aus solchen Bases rauszukriegen. Und Denn der Brutzler tut jetzt nicht so super weh. Was am meisten natürlich weh tut, ist die Luftbombe. Und die steht in der Regel hinterm Rathaus. Und da hast du fast keine Chancen, außer sie fliegt jetzt, so wie jetzt hier, schon mal anderen Lufteinheiten entgegen. Und meine Lufteinheiten schaffen in der Mitte das Rathaus. Sie schaffen die Meißelhütte. Also hier sind schon mal 2 Sterne. Das ist natürlich nicht schlecht. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier die restlichen Prozente noch reiße. Ich denke mal, wir gehen hier unten an der Kanone rein. Ich muss mal gucken, ich gehe mal auf dieser Ecke rein, dann geht er sowieso nach dahin. Weil noch ein bisschen viel Def natürlich jetzt da ist. Also ich kann jetzt nur ein paar Prozente scheffeln. 100 werden es hier nicht werden. Dafür ist noch ein bisschen zu viel Erddef da und auch vor allen Dingen die Bomben hier draußen. Oh, entschuldigt, ich muss das gerade wieder ein bisschen spammen, dass ich das richtig, noch eine Bombe, okay. Das kommt noch dazu, also viel werde ich hier nicht mehr reißen. Mal gucken, ob ich gleich ein bisschen außer Range bin, aber nee, schaffe ich nicht mehr. Okay, 62% ist mau. Das weiß ich gegen so einen BH6er. Aber den haben wir mal gewonnen hier. Also ich hatte auch mal eine ganze starke Serie hier vom Gewinnen. Und wir gucken mal, warum sich die Hexen hier so schlecht gegen meine Base hier schlagen. Weil so super ist sie nicht. Also die hat schon einer mit 5er Hexen gemacht oder 4er Hexen. Und entweder ist er davon an der nicht richtigen Seite reingekommen. Oder aber er hat seine Truppen an der Stelle doof gesetzt. Ich spule das einfach mal ein bisschen vor. Und die setzen die ja immer so ganz, ganz in der Ecke hier. Ah ja, okay. Diesmal diese Ecke. Dann gehe ich mal ein bisschen näher rein, woran es eigentlich gelegen hat. Ich habe die Bogenschützentürme auf Boden gestellt, weil die doch ein bisschen mehr Schaden machen an der Stelle und auch einen ganz netten Radius haben außerhalb dieser Base. Die ist ja jetzt nicht so super groß. Und ich sehe aber schon, woran das gescheitert ist. Okay, Luft abwehren. Und dann natürlich noch ein bisschen zu viel Erddef hier für die kleine Hexe hier. Alles klar. Okay, so wird das natürlich nichts. Dann nehmen wir uns die nächsten Tags vor. Hier müssen wir rausgehen. Hier müssen wir mal rausgehen. Und sonst gucke ich mir nämlich das Meisterhüttendorf an. Das will ich natürlich nicht. Und wir sehen hier den Krieger. Auch ein Rathaus 11er, aber viel, viel stärker von der Def her als das, was wir eben gesehen haben. Und das ist ein schöner RHL. Ziemlich stark gemaxte Base hier, also von der Defense her. Ich kann es ja immer noch nicht beurteilen, da ich keinen 11er habe. Und deswegen weiß ich, okay, die hat schon 4-mal gehalten, aber er ist natürlich auch sehr, sehr tief hier am Farmen. Ich denke mal, auch hier unten lässt es sich natürlich super dunkles Farmen hier. Und hier ist natürlich noch einiges an der Def nachzuholen, beziehungsweise ist im Bau hier. Aber sieht gut aus. Forschung läuft auch. Adler ist noch auf Level 1. Okay, vielleicht ist er auch noch gar nicht so lange. Rathaus 11, ich kann es sehr, sehr schlecht beurteilen. Hat schon mal die Minions hochgemacht. Ja, vielleicht für Luftangriffe. Und die gehen ja ganz, ganz, ganz gut mit Rathaus 11. Aber sonst ist das, denke ich mal, eine schöne Base. Die wird auch verteidigen. Und gutes Ding hier.
So, dann habe ich... ich habe auch immer manchmal Probleme hier mit dem Rumgeklicker. Dann haben wir hier den Master Player vom Clan Just for Fun. Er ist hier ein Rathaus 9 mit ganz anständigen Truppen. Hund noch nicht gelevelt, Hexe noch nicht gelevelt, okay. Aber alles andere sehe ich, ist soweit fertig, das sieht gut aus. Gucken wir uns mal die Base an, aber die Base ist cool. Und früher hat man ja ein Schild gekriegt, wenn das Rathaus draußen stand. Er will sicherlich hier sein Dunkel schützen, aber er kriegt natürlich immer nur eine halbe Stunde hier, wenn sie ihm das Rathaus hier abräumen. Und mit was ist er aktuell am Farmen? Wir gucken einfach mal rein. Okay, mit Babydrachen kann man natürlich machen. Und das Elex kann man natürlich besser in die Mauern stecken, aber er macht hier schon die Helden nach, denn die Base ist hier maxed out. Die Magiertürme schützen schön mit die Lars und ich nehme mal an, hier in diesen kleinen Flächen hier, da stecken auch noch die Tesla drin. Also 4 Tesla, ja, coole Base hier. Das Design gefällt mir gut und hält die denn auch in Kristall? Ja, einmal schon gehalten, aber wie gesagt, Liga ist ja noch nicht so super alt. So, jetzt habe ich wieder ein Leerzeichen in meiner Zwischenablage. Wie schon so oft. Aber ganz nebenbei, am Wochenende übrigens, also am Samstag, kommt kein Stream von mir, denn ich bin auf einem Firmen-Event eingeladen. Und das geht von Samstag auf Sonntag, also vielleicht kann ich mich dazu überreden lassen, am Freitag, also heute Abend, einen Stream zu machen, wenn es mir nicht zu spät wird. Oder aber am Sonntag, das weiß ich halt noch nicht, also seht mir das nach. Und Firmen-Event geht natürlich ganz klar vor. Irgendeiner hat natürlich geschrieben, oh, du musst mal Prioritäten setzen. Nein, am Wochenende wird leider gearbeitet. Wir haben hier den Alan vom Clan Ecliptus und auch ein starkes RH9 schon, aber ich denke mal noch nicht ganz so lange RH9, aber die X-Bogen natürlich schon hochgeklopft. Und dazu 10er, 11er Helden, das oder noch nicht mal 10, doch 10 und 11. Und das ist eigentlich das gewohnte Rathaus 9 Clash of Clans Bild. Ja, du hast eine starke Base, aber deine Helden bleiben voll auf Strecke. Also besser, man macht die so ein bisschen mit und lässt seine Base ein bisschen außer Acht. Dann macht man erstmal Mauern. Und aber hier geht noch einiges und der Alan hat auch noch reichlich zu tun, zumindest an der Base, an den Forschungen gar nicht mal mehr so viel. Und forscht er denn aktuell was? Ich weiß nicht, wo ist Labor? Ah, hier. Ja, er forscht auf jeden Fall was. Und dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Hält die Base? Ja, die Base hält auch mal 5 Verteidigen in der kurzen Liga. Das ist nicht schlecht. So, meine letzte Tech. Dann habe ich erstmal wieder alle. Zumindest die, die ich mir vorher schon angeguckt habe und hoffentlich nicht abgefarmt waren. Oh, das ist der Mr. T. Der hat sich eben bei uns beworben im Clan True Warriors 2. Hat aber keine Geduld, weil auch natürlich nicht immer jemand da ist, der ihn annehmen oder ablehnen kann. Aber ich glaube, er ist abgelehnt worden, warum auch immer. Ich hätte ihn hier angenommen, denn er ist ein Rathaus 8, was noch ausbaufähig ist. Also schön gemaxt hier, Mauern gehen jetzt hoch, die Defi ist schön oben und ist jetzt zwar von dem Magiertürm nicht geschützt, aber ich denke mal in Gold 2, da willst du auch eher so ein bisschen dein Dunkles hier schützen, denn der King kann ja noch ein Level machen. Und so ist das hier, denke ich mal, aber schon ein gutes Dorf, hält das hier unten. Er hat noch nicht gehalten, weil er eben noch in keiner Liga war, als er sich bei uns beworben hat und jetzt aber eine Liga hat, aus welchem Grund auch immer. Ist aber ein cooles Ding, ich hätte ihn hier angenommen, aber er hat es vorgezogen, in den Best-Clan zu gehen. Dann bleibt er auch. Jo. Zum Abschluss mache ich hier noch mit diesem Dorf einen Farmangriff, denke ich mal, wie eigentlich immer. Und schalte dafür aber jetzt einmal auf mein Mobile-Device um. So, ich würde sagen, den nehmen wir mal mit. Der hat nämlich keine Adler-Dev, glaube ich. Und er hat vor allen Dingen ein Inferno im Ausbau. Das kommt uns natürlich zugute. Und ich muss jetzt mal schauen, wie ich hier am einfachsten reinkomme. Ich denke mal, wir nehmen Queen Walk. Ich glaube, das ist hier an der Stelle das Einfachste für mich. Und gucken wir mal, wie wir uns hier schlagen. Ich mache euch das mal ein bisschen größer, weil ich übe nach wie vor so ein bisschen mit verschiedenen Varianten. Ich habe jetzt auch Rundbases mal mit Valkyren gemacht und von daher kann man das ja auch mal so machen hier. Jetzt muss ich aber mal schauen, wie ich hier am günstigsten funneln kann, weil ich will eigentlich nicht auf dieser Ecke rein hier. So.
Und vor allen Dingen kriege ich die Clanburg gar nicht, aber ich denke mal, die Queen wird da weitergehen, oder? Gucken wir mal, ich muss immer so ein bisschen abwarten, wo die Queen weiter hergeht. Okay, die Queen geht auf jeden Fall jetzt hoffentlich weiter nach da. Ja, sie geht weiter, okay. Dann kann ich hier mit meinen restlichen Truppen reinkommen. Dann schlagen wir hier mal einen Funnel rein. So. Nehmen hier mal einen Sprung. Und dann kommt unsere Bowler-Horde hier rein. Und sicherlich jetzt schon mal ein Wutzauber. Gucken wir mal, ob da überhaupt irgendetwas reinspringt hier. Oh, das ist Luftdev. Okay. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht gut aus noch. Oh, mein King, den hätte ich fast vergessen. Aber das sieht ganz gut aus. Jawohl, Rathaus haben wir gekriegt. Oh, entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen leiser wurde. Den haben wir gut entkernt hier. Hat natürlich jetzt so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, dass wir ein Inferno weniger hatten. Und ja, ich denke vor allen Dingen mal wieder nicht dran, dass er in den Bauhütten zurzeit noch wieder Riesen sind. Aber der war ja jetzt ganz, ganz schnell Geschichte. Und muss jetzt sicherlich gleich aber meine Queen zünden, denn ich habe keine Heiler mehr. Und dann sieht das hier ganz gut aus. Dunkles brauchte ich ja nicht wirklich, aber die anderen Ressourcen und die ganz netten Pokale hier, ja, das ist ganz in Ordnung für mich. Also ich backe auch gerne kleine Brötchen, also es muss nicht immer ein Dreier sein hier. Den hole ich dann ja auch eher selten. Und aber das kommt mir immer natürlich entgegen als RH10, dass ich dann einen RH11 mache, wenn er schon keinen Adler hat. Dass ich den bevorzugt nehme, aber wir haben ihm jetzt auch fast alle Ressourcen geklaut, also viel ist jetzt auch nicht mehr über. Und 87%, da kriegen wir auch den vollen Bonus hier oben in Titan. Und jetzt ist der letzte Bowler auch Geschichte, ja. Nicht schlecht, ist in Ordnung, ja, denke ich mal. Und ich habe auch in der Zeit hier, wo ich ein bisschen gewartet habe, oh, den Bonus habe ich auch noch gekriegt, habe ich hier übrigens auch noch wieder einen Angriff gemacht. Also es geht hier, ja, mal hoch, mal runter. Den haben wir eben gesehen hier. Und danach habe ich noch einen gemacht, ja, auch wieder gewonnen. Also eher recht als schlecht. Ich weiß nicht, ob ich noch mal eine Folge aus dem zweiten Dorf machen soll. Das könnt ihr mir vielleicht einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Oder ob ich es lieber sein lassen soll, dort auf 3000 Pokale zu gehen. Ich meine, irgendwann mache ich es, ist klar, aber als BH6 wollte ich halt das nicht machen. Ich hoffe, die paar Besucher haben euch trotzdem wieder gefallen und mal sehen, ob wir uns am Wochenende sehen. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist das halt mal so. Aber mein nächster Livestream kommt sicherlich irgendwann. Bis dahin, euer Toto. Flasht.